Ja, liebe Freunde, wir sind hier in Reinheim bei Manfred Rauch und der hat eine dicke Überraschung für uns. Ganz hier in der Nähe von der französischen Grenze sind wir. Herr Rauch, warum sind wir heute hier? Um meine Kirmes hier und hat 550 Kilo. Das Problem könnte sein, dass wir ab und zu mal hier einen Ausfall vom WLAN haben. Wir sind hier direkt, wie gesagt, an der französischen Grenze. So, für alle, die jetzt nochmal da zugekommen sind, wir sind hier in Reinheim bei Manfred Rauch und er hat ein ganz dickes Ding hier für uns liegen. Herr Rauch, erzählen Sie nochmal, was das für ein Kürbis ist und wie schwer der ist. Das ist der Atlantik-Gigant und hat 550 Kilo. Atlantik-Gigant, das ist die Sorte? Ja, die Sorte. Okay, und 550 Kilo? Ja. Mein lieber Mann. Ein Wunder der Natur. Ein Wunder der Natur. Wo ist der gewachsen? Seit wann züchten Sie denn die Kürbisse? Seit 10 Jahren. Seit zehn Jahren. Machen Sie es allein oder im Verein? Oder? Allein und mit meiner Freundin Rischweiler. Mit Freundin Rischweiler. Und da haben Sie den auch angebaut auf einem Gemeinschaftsfeld, wo Sie zusammen das anbauen? Ganz genau. Okay. Und wie lange war der jetzt auf dem Feld? Wann haben Sie den ausgesetzt? Vom 15. Mai bis Ende September, bis gestern. Bis gestern. Also gestern haben Sie den geerntet. Ich guck gerade mal, dass die Leute hier auch den Kürbis da sehen. 550 Kilo, den haben Sie dann, gucke gerade, eben war die Verbindung unterbrochen. So, dann sagen wir nochmal, gewogen hat, haben Sie es, der Kumpel oder? Der Hans Fischer hat ihn gewogen. Ich war dabei. Und der hat er eine spezielle Waage oder? Eine spezielle Waage. Sehr gut. Der hat einen Bauernhof, ja, oder? Okay. Atlantik-Gigant, hatten Sie jemals schon so einen großen? Noch nie. Der größte war bis jetzt 450 Kilo von mir, der größte, von wo ich geerntet habe. 450 Kilo, ja. Okay. Und jetzt sind natürlich viele Leute, wahrscheinlich, die auch Kürbisse anbauen, etwas neidisch. Aus Frankreich, wird eingefräst und Wasser, 800 Liter, tue ich jeden Morgen gießen, ein Fass warmes Wasser. Und in der Streichleinheide, das Ding ist morgens, wenn die Sonne macht in den Bergen. Das Ding, ja, wenn die Sonne macht in den Bergen, wünsche ich mir, sie soll niemals untergehen. Lebensfreude pur. Ich danke Gott, dass sowas wächst, dass sowas wächst. Ich freue mich darüber. Und der Kürbis ist natürlich jetzt die Attraktion hier im Ort, ne? Ja, da kommen die Schulkinder, Kindergarten, Wanderer, jeder macht Fotos, und nur für Pläsier. Und seit wann bauen Sie jetzt die Kürbisse an? Über 10 Jahre schon. Seit über 10 Jahren. Und eben, es kann sein, dass da die Verbindung weg war. Nochmal das Erfolgsgeheimnis. Wie Sie die... Gut gegurter Mist aus Frankreich, auch auf einem Landwirt. Kuhmist, jawohl. Der hat eingefräst, ne? Da haben wir die Pflanzen vorgezogen im Treibhaus, 4 Wochen. Oder Mitte Mai kommen sie in den Boden. Immer gießen und eingraben, und darf nur ein pro Quadratmeter, pro Kürbis sind 25 Quadratmeter, wo der die Fläche beansprucht. Also hier unser Kaventsmann 25 Kilo, 25. Und die anderen, die drumherum wachsen? Verkauft und verschenkt, je nachdem. Liegt ja vor Ihrem Haus, ne? Der kann beobachtet werden. Wie lange kann der jetzt noch hier liegen bleiben? Bis Ende November, bis Frost kommt, ne? Und dann kommt der nach Obergaibach, wird eine Schweine verfüttert. An meinem Kollegen in Frankreich. Gut, also bis Ende November kann man. Ja, bis der erste Frost kommt. Kann man den hier noch begutachten? Ja. Im Staaten sind wir hier, in Reinheim in der Straße. 23a. 23. Gut, wer hier vorbeifährt, Staaten, der kann. Der sieht den, der kann ihn nicht übersehen, ne? Ja, nee. Und wie schaffen Sie das, dass der eigentlich nicht von unten fault, wenn er da liegt? Styropor drunter, dass er nicht fault, ne? Styropor drunter. Ja. Und immer achten, ne? Immer kontrollieren. Also mit Styropor, okay. 550 Kilo, wie lange können die Schweinchen dran essen? 2. Ja, wunderbar. Also, von Frankreich, ab und zu sieht man hier, dass die Verbindung unterbrochen ist, aber ich hoffe, jeder von euch sieht hier
diesen Megakürbis. Für alle, die da neu dazugekommen sind, wir sind gerade in Reinheim an der französischen Grenze, deswegen auch die Verbindungsprobleme. Hier ist kein guter Empfang. Manfred Rauch hat einen Riesenkürbis hier gezogen. 550 Kilogramm ist der schwer. Mit seinem Kumpel hat er den gewogen. Und nicht ganz so groß sind die anderen geworden. So. Ja, ich sehe gerade, Claudia Bastuk sagt ein Boah und Sandy Jay schreibt Mega Hammer. Also, der Kipplers heißt Atlantik-Gigant. Atlantik-Gigant, ja, das passt in diesem Fall. Ne? Ja. So, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier aus Reinheim und gucken mal, was wir denn jetzt noch für eine Kürbissuppe essen. Essen Sie gerne Kürbis überhaupt? Natürlich. Das ist die Frage. Schenken jetzt mal Herr Goyi, dann nehmen Sie zwei mit. Wir gucken. Gute Suppe, voll Natur, voll Bio. Können die Leute hier kommen und auch von Ihnen direkt kaufen, ne? Können wir kaufen, ja. Jawohl. Prima. Dann vielen Dank, Herr Rauch. Bitte schön, gern geschehen. Und auch nächstes Jahr gute Ernte. Prima. So, Mann, ich gehe jetzt mal hier bis dann.